Sportfreunde und Fans des FC Internationale Leipzig. Zweiter Spieltag der Oberliga Süd. Heimspiel auf Auswärtsfahrt, also auf fremdem Rasen, wurde das Heimspiel ausgetragen, weil der Platz im Dresenwaldstadion leider noch nicht fertig gewesen ist. Deswegen hat netterweise Ruderstadt zugestimmt, das Heimspiel zu tauschen. Und hier nochmal herzlichen Dank an alle Verantwortlichen, dass dieser Tag oder dieses Spiel in Ruderstadt stattfinden konnte. Arne Backhaus, ja, mit einer Elf, die man so nicht gewohnt ist. Ihr habt es in der Aufstellung schon gesehen. Ja, es fehlte Boca Jumo, der auf der Bank saß. Ladule leider noch keine Spielberechtigung. Kim verletzt, Manuel Fuchser nach wie vor noch gesperrt. Auch im nächsten Spiel noch gesperrt. Gerald Mwanga gesperrt aus der gelb-roten Karte gegen Jena. Also es war für Heiner Backhaus nicht leicht, aber er hat eine gute Mannschaft gefunden und es sah in der ersten Halbzeit auch ganz toll aus. Aber was auch gut aussah, war, wie das die Ruderstädter gemacht haben. Denn sie wissen, Inter spielt sehr mit Pressing und da machen wir doch einfach das Spiel langsam und ruhen uns zwischendrin immer wieder aus. Also wir haben es gesehen, jeder ruhende Ball war immer lange Zeit nicht im Spiel. Aber wer im Spiel war, gleich von Anfang an der zweiten Spielminute. Hier ist er, Leo Hinrichsmeier. Ja, mit einer schönen Möglichkeit konnte er leider nicht abschließen. Also wie gesagt, Ruderstadt versucht immer das Spiel ruhig zu machen und Inter kompromisslos hinten und natürlich auch vorne mit seinem Pressing. Das war, wie gesagt, in der ersten Halbzeit sehr gut. Ruderstadt sehr in der Abwehr vertieft, also sehr defensiv stehend. Und Heiner Backhaus hatte eben das Problem, dass er keinen wirklichen Stürmer vorne hatte, außer Papadimitriou war ja im Sturm, der irgendwie vorne effektiv arbeiten konnte. Aber das sah auch bei Ruderstadt nicht besser aus. Und so ging es eigentlich auch das ganze Spiel. Kaum große Chancen. Aber wer wirklich richtig gut gespielt hat, ist er hier. Marcello Franceschi, der hier mit einer schönen Chance, wir sehen, schießt und eigentlich wehrt auch der Torhüter den Ball ab. Der Schiedsrichter gibt Abstoß, war unverständlich, aber das machte zu dem Zeitpunkt ja nichts. Dann Inter versuchte über die Außen das Spiel aufzubauen. Hier wunderbar, Scholl über Langner und dann wunderbar auf den Bochmann, auf den Franz Bochmann, der wird hier umgestoßen. Schiedsrichter pfeift nicht, ja, muss jetzt auch nicht unbedingt Elfmeter sein, aber das zeigt einfach, Inter war immer im Angriff bemüht. Das war auf jeden Fall sicher in der ersten Halbzeit. Und hier, wunderbare Kombination. Scholl wieder gespielt auf Papadimitriou. Und dann kann er doch vielleicht das Ding ins lange Eck schießen. Aber der Tim Ackermann, der gute Torhüter der Ruderstädter, hat den Ball gehalten. Wieder Franceschi, genau das Gleiche wie vor ein paar Minuten aus der gleichen Situation. Leider aber hier diesmal am Tor knapp vorbei. Und bei Ruderstadt sah es anders aus. Hoch und weit, immer ganz weit weg die Bälle. Hauptsache, man hatte nicht so viel Bewegung. Aber Bewegung machte Inter, nämlich immer wieder nach vorne. Schöner Pass von Tekin auf Bochmann. Aber dann steht Scholl im Strafraum ganz allein mit zwei, drei Spielern. Was soll er denn machen? Keiner da, um den Ball abzuspielen. Dann mal ein Fehler im Mittelfeld der Ruderstädter. Und den nimmt sich Marcelo den Ball. Geht ganz alleine über 20 Meter und hätte den versenken können in der 13. Spielminute. Aber da hat Tim Ackermann den rechten Fuß rausgeholt und konnte den Ball parieren. Aber wieder hier, guck mal, Marcello, nur durch Fouls zu stoppen, wenn er denn nicht vielleicht vorher abspielen konnte. Aber hier nochmal, wunderbar, wieder hier, Doppelpass, Papadimitriou, Marcello, 41. Spielminute. Und dann kommt hier Hinrichsmeier und der macht's Tor. Nein, leider nicht, denn es war abseits und das war auch richtig. Wir waren fast auf Ballhöhe zum Moment. Aber hier sehen wir es nochmal. Marcello, Dreh- und Angelpunkt im Spiel, ähnlich wie in Jena. Aber heute noch viel, viel mehr, viel, viel wichtiger, weil der ein oder andere auch gefehlt hat. Und da war das Spiel wie auf ihn zugeschnitten. Zugeschnitten war auch hier unsere Kameraposition. Wir haben genau gesehen, es war abseits. Aber was das war, wir sehen es, es fällt ein Spieler aus Ruderstadt. Es pfeift ein Schiedsrichter und es gibt eine gelbe Karte. Und der Schiedsrichter, wir haben es auch gesehen in der Auflösung, stand ganz nah dran. Gelb für Rode. Eigentlich nichts gut. Tatsache, Entscheidung. Müssen wir hinnehmen. 0-0 zur Halbzeit. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Und da ist wieder einer am Ball. Und zwar Marcelo. Der versucht es aus 20 Metern mit links am Tor vorbei. Und dann kam die Ruderstädter ein bisschen besser ins Spiel. Ja, hier sehen wir Tekin, kann den Ball abwehren, aber wir sehen es auch hier im Mittelfeld. Unheimlich viele Ballverluste, selbst wenn wir den Ball erkämpft hatten, bekam der Gegner den Ball wieder oder Ruderstadt hat sich den Ball erkämpft und am Ende hieß es dann, genau, Foul gepfiffen durch den Schiedsrichter. Hier mal ein Freistoß von Ruderstadt.
Die Idee ist gut, aber die Ausführung schlecht. Abgefangen von Rode, also auch gar keine Gefahr für Herbert Schotterl. Hier nochmal ein Freistoß, nochmal exemplarisch. Sascha Rode köpft den Ball nach vorne. Und aber auch exemplarisch für uns im Sturm. Es war keiner von, der den Ball verarbeiten konnte. So geht es dann nach 51 Minuten. Der neue Umut Tekin ausgewechselt für unseren Boca Jumo, den sich mal auf der Bank gehalten hatte und vor allem Heiner Backhaus gesagt hat, wir müssen offensiv mehr machen. Und der Boca ist ja immer für ein Tor gut. Dann Abschlag durch Ackermann. Der Ball wird verlängert durch Reed. Und dann steht einfach Schneider 16 Meter vor dem Tor. Und da kann sich endlich mal Herbert Schotterl das erste Mal im Spiel auszeichnen. Die Ecke brachte dann nichts. Also einmal ein gut vorgetragener Angriff und da können wir froh sein, dass wir den Herbert im Tor haben. Wunderbar gehalten. Da geht's wieder. Marcelo kämpft den Ball, spielt ihn zu lang, ne? Kriegt ihn wieder zurück, macht einen wunderbaren Beinschuss und dann sieht er auch noch den Leo Hinrichsmeier, der wunderbar reinläuft, aber da fehlt eben so ein paar Zentimeter, um den Ball dann noch irgendwie vors Tor zu bekommen. Dann wieder Schneider, der in der zweiten Halbzeit wirklich immer besser geworden ist über die rechte Seite, aber keine Gefahr für unser Tor. Und dann Gefahr für Boca Jumo, nämlich für seine Beine von hinten. Und wir können uns daran erinnern, erste Halbzeit gibt es eine gelbe Karte für Sascha Rode. Für den Gegenspieler der Rudelstädter nicht. Ja, dafür gibt es auch kein Tor von Boca Jumo. Der schießt nämlich einen Gegenspieler von Rudelstadt an, aber der Schiedsrichter, obwohl der Linienrichter, und wir sehen es, die Spieler laufen alle Rudelstädter in den Strafraum, der Linienrichter zeigt auf die Ecke und der Schiedsrichter sagt nein. Also die eine oder andere Entscheidung des Schiedsrichters war nicht nachvollziehbar, genauso wie diese. Boca Jumo bekommt für diese Aktion gelb. Warum? Er steht mit dem Rücken zum Gegenspieler, versucht den Ball zu kontrollieren. Sicherlich etwas hoch, aber das war keine gelbe Karte wert. Folgende Situation passiert jetzt. Banner bekommt den Ball. Zwei Mann, Rode und Papadimitriou. Papadimitriou holt sich den Ball, wird festgehalten vom Banner, fällt auf ihn drauf und dann schlägt er nach dem Banner. Ah, Emotionen, das ist klar, das gehört zum Fußball, aber das ist nicht richtig. Denn das ist jetzt hier der Hintergrund dieser Rudelbildung. Schiedsrichter und Assistent beraten sich, was denn passiert ist. Und dann gibt es nach 67 Minuten gelb für Derbich und rot. Und zwar glattrot für unseren Spieler mit der Nummer 10, Papadimitriou. Das muss nicht sein. Fuster fehlt schon noch in dem nächsten Spiel. Mwanga haben wir jetzt schon vermissen müssen. Also, das ist wirklich keine gute Geschichte. Wir haben nach vorne nicht viel dann mehr möglich machen können. Selbst wenn es Boca versucht hat. Ja, und dann kriegt Herbert Schotterl eine auf den Fuß. Und das war auch nicht richtig fair von Philipp Nitsch. Und dafür zu Recht die gelbe Karte. Da kann man sich wehtun. Das war schon kurz vor Schluss. Und jetzt sind wir schon in der 93. Spielminute. Boca Jumo bekommt nochmal den Ball. Hätte es vielleicht doch nochmal machen können. Am Ende steht es Rudelstadt 0, Inter 0. Gino Böhne, zweites Spiel gegen Rudelstadt. War es der erwartet schwere Gegner? Ja, also ist auch eine Mannschaft, die auch oben mitspielen will, ne? Und ja, ich glaube, das haben wir heute ganz gut gemacht, aber auf jeden Fall war heute mehr drin. Also wir haben das Ziel Aufstieg und wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir mehr gehen. Zwei Chancen hatten wir, glaube ich, erste Halbzeit. Wenn wir die machen, dann, ich glaube, es ändert auch anders das Spiel, ne? Und ja, nächste Woche sind dann die Stürmer auch wieder da. Ladule zum Beispiel, der auch mal einen Ball festmachen kann und ich glaube, das ist für unser Spiel eigentlich relativ gut, ne? Ja, es ist schwierig. Ja? Also wir haben keine Lösung gefunden vorne. Und klar haben wir die Bälle über außen gebracht, aber irgendwie haben heute 10% gefehlt und wenn die 10% da wären, würden wir, glaube ich, als Sieger hier rausgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt Papa eine rote Karte geben muss. Der andere gibt mal eine gelbe Karte. Das Spiel ist dann stressig ausgegangen und es muss nicht sein. Ne? Freust du dich aufs Bautzenspiel? Ja, klar. Regionalligamannschaft. Und ja, ist alles möglich, ne, im Pokal. Wenn wir 100% geben, sind wir dabei. Mal gucken, was passiert, ne, diese Saison. Da werden auch alle anderen dabei sein, die ja in der Liga gesperrt sind, aber genau. Im Pokal spielen können. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Fit bin ich noch nicht ganz, aber es kommt, glaube ich, mit der Zeit. Ne? Spielpraxis sammeln und ja, dann wird das alles. Ne? Sieht auch gut aus, haben wir gesehen. Danke fürs Interview und weiterhin viel Erfolg. Ne? Schönes Wochenende. Top.